Hallo, mal wieder willkommen zurück. So, was ihr im Titel Schon. lesen könnt, Terraria. Ja, schon wieder. Es gab es Schuld. War immer noch deine Idee? Du bist schuld. Du bist immer schuld. Ich bin nie schuld, ich bin perfekt. Ich bin die perfekte Lebensform. Welcher Welt? Aller Welten. Das gelogen. Nein, das ist total die Wahrheit. Auf jeden Fall. Totaligstens ist das die Wahrheit. Es gibt niemand, niemand, der das bestreiten kann. Kann ich damit irgendwas machen? Kann ich damit interagieren oder so? Nein, kannst du nicht. Es Bitte ich gab dir. Was? aus. Aus was? Aus! Ich meine natürlich. Psch. So, mal das ganze Erz und alles verstauen. So, ich habe meine ganzen Barren und Erz jetzt in der Erz- und Barrenkiste verstaut. Ja, auch logisch. Das haben wir extra dafür angelegt. Echt jetzt? Nee. Ich dachte, den Schicherjäger. Nee. Nee. Was ist in deinem Leben falsch gelaufen? Ich hab dich kennengelernt. Ab da ging alles den Bach runter. Welchen Bach denn, Lisa? Jetzt gab es einen Spastbach. Er wurde sogar nach mir benannt, oh, das finde ich ja richtig genial. Ja, das war ein großer Spaß, besser an sich. Das muss die ganze Welt wissen, danach müssen wir einfach einen Bach benennen. Verstehst du, die hatten einfach keine Wahl. Er war ein Walbach. Der war so flach, das war nicht witzig. Offensichtlich, du hast doch gelacht. Das gab Pipi. Ich habe über was anderes gelacht, denn ich bin witzig, weißt anders wie was auch immer du bist. Was Was los? besonders gekriegt? Hm? Eisskates. Okay. Bietet zusätzlich Mobilität auf Eis. Das finde ich gut. Natürlich tust du das. Warum sollte ich es nicht tun? Weiß ich nicht. Aus Prinzip. Was für ein Prinzip? Hatte ich hier eins? Na du grundlegend nicht, nein. Warum dann die Frage? Aus Prinzip. Im Prinzip. Das Prinzip. Ich werde jetzt nicht das Prinzip vom Prinzipien erklären. Das Prinzip aller Prinzipien, der Prinzipien. Ah, Hilfe, Flocke. Also das Monster kenne ich nicht. Ja, das Monster sitzt bei mir gerade am Tisch. Das Flockenmonster. Ja. Oh nein, schnell, renn um dein Leben. Hallo, Katz. Katz? Ja, Katze Flocke. schreibt man mit K, du Deutschkünstler. Was, Katze schreibt man mit Karl? Ja, mit K. Das ist genauso wie meine Mutter heute schreibt. Dings auf Klopapier, ne? Schreibt Klo mit G. Klopapier. Ich sag mir nur so, weißt du? Schreibt noch mit K. Oder bin ich da jetzt im Unrecht?
Also ich bin mir relativ sicher, Klo schreibt man mit K. Nein, das hast du nur geträumt. Ich glaub's auch. Ja, ich will es nicht bestreiten, dass ich im Deutschunterricht immer gepennt habe, aber ich bin mir trotzdem realisiert, das schreibt man mit K. Ich glaube, da oben steht irgendwas Interessantes. Das muss ich haben. Du musst grundlegend alles haben. Auf, du scheiß Vieh. Derb. Lass doch mal das, jetzt lass doch mal die arme Flocke in Ruhe. Nicht Flocke. Wer dann? Und warum willst du Flocke töten? Das ist nicht nett. So behandelt man keine Hauskampftiere. Ich behandle meinen Killerschmusehund ja auch nicht so. Zu meiner Verteidigung, er ist wirklich ein Killerschmusehund. Ne? Oh, weil wäre ich da drauf gesprungen. Das war ein Detonator. Ich glaube, da wäre so einiges in die Luft geflogen. Ja und? Wärst du nur du gestorben, juckt eh keinen. Doch, meine Mates. Wen denn? Die du verarscht hast und 3 Wochen lang kein Video mehr hochgeladen hast? Weil du unbedingt Anime schauen musstest und keine 10 Minuten hattest, um ein Video hochzuladen? Dylan ist schuld. Nein. Dylan ist schuld. Das kannst du ausnahmsweise mal nicht auf den schieben. Doch, kann ich. Nein, kannst du nicht. Doch. Nein, daran bist nur du schuld. Er ist schuld, wer irgendwie Animes angedreht hat. Ja, aber du musst ja nicht gucken. Guckst ja aber, deswegen ist er schuld. Ja, aber du musst ja nicht gucken. Tue ich aber, deswegen ist er. Du könntest trotzdem zwischen deinen 1000 Milliarden Anime-Folgen, die du dir gleichzeitig reinpfeifst, erstmal 10 Minuten ein Video am Tag hochladen. Ich meine, das ist nicht schwierig. Ich meine, ich brauche 6 Stunden, um so ein Video hochzuladen. Ja, und ich krieg das trotzdem hin. Auch wenn ich nicht auf eins am Tag komme, weil du ständig Animes schaust und wir das dann nicht so aufnehmen können. Aber wenn wir eins haben, lade ich es hoch, weil ich es kann. Sagt der, der die restlichen Folgen gelöscht hat. Naja, weil sie ja keiner hochlädt. Wird sie ja hochladen können. Na und? Damit du noch mehr zum Nachholen hast und noch mehr Ausreden. Nee. Warum? Ich hab die Folgen noch. Ja und, das ist mir doch Wumpe. Du hast in den Folgen eh nur Scheiße gemacht. Warte, war das ich? Als ob das jetzt sowas Neues wäre. Dass ich nur Scheiße mache? Hallo, ich liefere hier immer komplettes Profi-Gameplay ab, ja? Auch wenn ich hier gerade keine Ahnung, was zum Fick ich eigentlich gerade tue. Aber auch das ist Profi-Gameplay. Das ist ESL-Style, ja? Terraria. Ja, Terraria ESL-Style. Komm, das muss man kennen, das ist... genauso sinnfrei wie Minecraft. ESL. Ja, okay, ich glaube, das ist noch ein Stückchen sinnfreier. Oh Scheiße, ich glaube, das Wasser hier ist giftig. Warum? Direkt neben einem Atomkraftwerk oder was? Scheinbar. Das ist hart. Ach nee, halt, ist ja giftig. Scheiße. Skabat wurde brutal seziert. Zensiert, Alter, du wurdest zensiert. Nein, du wurdest zensiert. Die neuen YouTube-Richtlinien sind bei dir angekommen. Die USA hat bei dir zugeschlagen, du wurdest zensiert. Du bist raus. Ach, Katzen haben vielleicht ein Leben. Ich dachte immer, die haben 7 Leben.
Das auch. Ja, warum sagst du dann, kannst du dann vielleicht ein Leben? Die haben doch 7! Was ist los bei dir? Gott, ich muss gucken, dass ich auch irgendwie wieder rauskomme. Deswegen bin ich tot. Nein, da gibt's einen Unterschied. Du bist tot, weil du blöd bist. Weil sie gerade. Nein! Hat Hilfe! Sie gefragt, warum Hilfe! Ich mich mache, meine Katze sitzt vor meiner Tastatur und schaut mich mit großen Augen an. Ja und? Weißt du, was da die Scab-Aktion wäre? Das, was Scabs so tun, schlag ihr eine direkt ins Gesicht. Das ist, was Scabs tun. Auf jeden Fall. Bitte tu es nicht. Wenn du jetzt ernsthaft deine Katze schlägst, dann. Da kenne ich dich nicht mehr. Das kommt nicht so gut, danke. Ich glaub, Flocke gefällt das auch nicht. Ich glaub auch nicht. Auch wenn ich den Blick von deiner Katze sehen möchte, kriegst du random eine geklatscht so. Du Fuckend! Das würde ich ja wirklich schon irgendwo gerne sehen. Naja, kennst ja schon Bilder von meiner Katze. Ich hab dir ja mal letztens ein paar geschickt. Ah, die Katze mit dem Killerblick. Genau, ich dachte schon, mein Hund hat einen Killerblick, aber deine Katze, heile weg rum. Ja. Das ist nochmal ein komplett anderes Level auf Killerblick. Den Blick kann man nicht widerstehen. Na, das schon. Ja, Sinnflut! Komm, ich schwimm da rum. Du sollst den Cave ganz lassen. Das hättest du mir vorher sagen müssen, tut mir leid. Naja, 180 Leben. Oh, was ist das denn? Oh, nice. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Leben man überhaupt insgesamt bekommen konnte. Komplett vergessen. No enemies nearby. Ach schön. Du vergisst viele Dinge. Häufig. Weiß ich. Na also, dann ist ja gut. Solange du das weißt. Ich weiß noch nicht mehr, welche Dinge das sind, die ich vergesse. Das hat Dinge vergessen so an sich. Klingt zwar komisch, ist aber so. Oh, sorry, Flocki. Was, Lolli? Du sollst ja an Katzen lutschen. Ja, was hast du denn für Gedanken? Das willst du gar nicht wissen, glaub mir. Lieber nicht. Nee, glaub mir. Ist gesünder, wenn du es nicht weißt. Sonst ende ich hinterher noch so wie du. Sehr du meinst schön. Absolut imba und einfach mit Swag? Welcher Swag? Na mal mega Swag. Ja, doch klar, Mann. Ich bin der swaggigste Swagger aller Swagger. Auf jeden Fall. Deswegen kann ich auch so oft Swag hintereinander sagen. Okay, das könnte jetzt ein bisschen problematisch werden. Ich weiß, was Gab gerade noch gesagt hat, aber das kann ich einfach nicht tun. Was habe ich gesagt? Ja, dass ich den Cave angeblich ganz lassen soll. Tut mir leid, dieser Bitte kann ich nicht länger nachkommen. Ich bin einfach zum Zerstören geboren. Hand über dich. Ich weiß. Aber was soll man machen? Chaoten sind und bleiben halt Chaoten, ne? Auch wenn sie jetzt ein bisschen YouTube-Erfahrung haben, sie sind und bleiben Chaoten.
Naja, das reicht dann auch für die Folge. Ja, irgendwie nur noch Mining folgen kann das. Naja, am Anfang kann man auch noch nicht so viel machen. Spannend wird es erst so gegen Ende. Ah. Wo es dann gegen die Bosse geht. Das wird cool. Gut, dass ich voll viel von diesem Spiel her weiß, weil ich das schon voll lang gezockt habe. Eigentlich überhaupt nicht, aber so verrat es keinem. Hey, Steven sagt mir, ich hätte angeblich 110 Stunden, 110 Minuten gespielt. Offline ohne mich. Und Nee, ohne 110 Bosse. Minuten kommt bei unseren Folgen schon hin. Was ist das denn? Ja, 110 Minuten. Ach, hier kann man. Hä? Was ist das? Eismaschine. Steh doch dran. Nein, eigentlich nicht, nein. Hier, ich hab was für dich. Ins Gesicht, Bitch. Wie gut, dass ich so verdammt gut drin bin, Dummheit zu ignorieren. Sorry, Bro, ich ignoriere Dummheit grundlegend. Deswegen ignoriere ich auch 90% aller Menschen auf der Straße. Nur 90%. Es gibt auch noch schlaue Menschen. Hoho. Ich Ich weiß, damit habe ich weiß. mich weit aus dem Fenster gelehnt. Naja, schön war es mal wieder. Also, es gab nicht so. Nein, in das Gebiet gehe ich lieber nicht. Warum nicht? Oh, da herrscht gerade ein Sandsturm. Ja, aber die Folge ist eh seit 2 Minuten vorbei. Oh, ich laufe schnell zurück. Oh. Ja, wer ist schon, mit denen ich schnell rennen kann, ja? Keine Ahnung, wo du das alles findest. Ich finde gar nichts. Wenn du ein Lappen bist und nie in die Kisten schaust. Ich schaue in alle Kisten, aber da war irgend so ein Arschloch schon vor mir dran. Stand immer dran, ja, das Arschloch Scapper wieder mal egomanisch und alles für sich gelootet. Tut mir leid. Für dich gibt's Bist hier du nichts, weil langsam, Lappen? das Arschloch war bereits hier. Also, we're sorry, bruh, but you know, the asshole already looted here and stuff. Verpiss dich, Schleim, ich hab grad echt keine. Keine was. Ich hab kein Kleingeld. Ah. Das ist ein sehr schnell wachsender Baum. Offensichtlich. Es kommt, pflanzt ein Flup. Random. Die Bäume hier sind sehr random. Naja. Offensichtlich. Jupp. Ich würde ja normal sagen, danke fürs Zusehen, aber bis hierhin schaut das eh niemand. Nee, ist scheinbar wirklich so. Meine YouTube-Statistik sagt, dass das bis hier eh niemand schaut. Oh. Wen Na wundert egal, das? trotzdem. Danke fürs Zuschauen. Und ja. Hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Na, hoffentlich doch, da kann ich dir noch mehr auf die Nerven gehen. Ach, Skap, ich habe jetzt auch ein neues Solo-Ding geplant, dass ich auch was zum Aufnehmen habe, wenn du mal wieder Anime schaust. Was denn? Obwohl er sich ja letztens angeblich ein Anime angeschaut hat, was in Wahrheit ein Hentai war. Ich hab nur die erste Folge davon geschaut, du Arsch. Egal, ich hab dir gesagt, dass das kein Anime ist, weil ich den Fehler selbst gemacht habe, weil ich dachte, es wäre ein Anime und du schaust es trotzdem. Du perverses Stück. Sagt dir der Highschool, die geschaut hat. Das ist ein Anime. Und kein bisschen pervers. Das habe ich nicht gesagt, aber das ist ein Anime. Das hast du geschaut, das ist ein Hentai. Das war nur die erste Folge, immer noch. Hey, trotzdem, es geht ums Ja. Prinzip. Was für ein Prinzip hatte ich jemals eins? Egal, es geht trotzdem darum.
Aber jetzt mal, wir sollten die Folge beenden, denn das hier ist kein Nonsense-Talk. Obwohl wir damit eine Rubrik aufmachen könnten. Na komm, hey, lass genau. machen. Genau, warte mal. Ja, falls es hier irgendwer so lange sieht, ja, schreibt doch mal, ob ihr sowas sehen wollt. So, einfach so ein paar Nonsense-Talk-Videos, ich meine. Eins habe ich sogar schon auf meinem Channel. Ja, dasselbe Video habe ich auch. Nur, ja. Gar, jetzt mache ich mal keine Schleichwerbung für dich. Natürlich. Hallo? Ich mache keine. Du bist schon wieder ein Typ, der ständig unter meine Videos diesen komischen Abonniert mich Link postet. Was heißt dein Videos? Ich nehme das Video genauso auf wie du Arsch. Ja, das ist schon klar, aber der. Das warst bestimmt du mit deinem Zweit-Account. Ich hab keinen Zweit-Account. Ja, offensichtlich doch, und hast diesen Abonniert mich Link-Scheiß unter meine Videos gepackt. Ich hab einen dritten Account, du Arsch. Wie gut, dass ich das alles blockieren kann. Nee, ganz ernsthaft, falls ihr irgendwie. Also wenn ihr wollt, dass irgendwann vorbeischaut, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, aber keine so komischen Links, womit man dann direkt auf eure Seite kommt und dann direkt so ein fetter Abonnieren-Knopf kommt. Also wenn ich sowas in meinen Kommentaren sehe, das wird instant rausgenommen. Es tut mir leid, aber... Das will keiner sehen. Also Werbung ist vollkommen okay, könnt ihr gerne in die Kommentare machen, aber... Bitte nicht sowas. Also... Bitte keine, ihr müsst mich abonnieren, Werbung. Wenn dann... Dezente Werbung. Ich meine, Leute sollen Videos schauen, weil... Naja, weil sie schauen wollen. Und nicht, weil sie von irgendwas gezwungen werden, weil sie so einen fetten Abonnieren-Knopf in den Bildschirm gedrückt kriegen. Ja, mehr wollte ich nicht sagen. Ja, ich wollte nur mal meine Meinung dazu äußern. Im Übrigen, die letzten Minuten könnte man eigentlich schon als Nonsens-Talk hochladen. Nein. Wir gehen mit einem guten Beispiel voran und machen die zweite Folge daraus. Also sobald sich irgendwer ein Beispiel an uns nimmt, ist bei dem definitiv das Leben vorbei. Da kann sich gleich ja hängen gehen. Macht man nicht vollkommen ernst. Hey, da werden... Damit werden sie wahrscheinlich immer noch besser dran wie die ganzen Gutmenschen, die YouTuber. Ja. Was? Kann sein, dass du irgendwie über alles lachst. Was denn? Ich meine. Pudding! Was für ein Ding ist da am Pudding? Du verstehst nicht, oder? Du hast nie Supernatural geschaut, wa? Nein. Oh, Bildungslücke. Na egal, wir sind jetzt wieder bei 23 Minuten. Fuck noch eins. Weil du nie auf die Uhr schaust. Ich hab gesagt, was vorbei war. Da musstest du aber noch heimkommen und dann hast du mich provoziert von irgendwas, was ich jetzt schon nicht mehr weiß. Ich bin echt gut im Nachtragen sein, mal so nebenbei. Was trägst du denn hinterher? Und wem? Deine Mama. Ah ja. Ich trag Flocke deine Mutter hinterher. Nee, das halt. Ich gerne mal sehen. Ja klar, weißt du, deine Mutter geht mit Flocke Gassi und ich trage sie währenddessen hinterher. Man kann auch mit Katzen Gassi gehen. Wie sieht das aus? Hallo, es gibt ja auch Hausschweine, mit denen musst du auch Gassi gehen. Ja, peinlich. Hallo, es gibt alles. Ich meine, es angeblich, ich habe keine Ahnung, das habe ich nur mal gelesen in der Zeitung, soll es Leute geben, die... Naja, also Vögel kann man ja als Haustiere halten, ne? Hm. Aber es gibt Leute, die gehen mit denen Gassi, mit Halsband und Leine und allem. Ja, super. Keine Ahnung, das finde ich irgendwo weird. Nee, weird wär's, wenn du mit einer Packung Milch Gassi gehen würdest. Woher weißt du das? Ich meine natürlich, nein, das will ich nicht tun. Weil du es jeden Tag tust. Ja, woher weißt du das? Das habe ich nie einer Menschenseele anvertraut. Das sage ich jetzt meinem Club. Welchen Club? Club der anonymen Vollidioten oder was? In dem bist du auch drin. Alter, die sind. Ja, ich weiß, aber die sind noch anonym, deswegen weiß ich ja gar nicht, ob du da drin bist oder nicht. Das sind ja die anonymen Vollidioten, weißt du? Da bin ich auch unter meinem Decknamen drin.
Shooter Kings 95. Unter welcher Decke ist denn dein Deckname? Für alle, die sich wundern, das war mein Handgelenk, nicht mein Kopf. Auch wenn ich es dir mit dem Kopf getan hätte. Alter. Der Witz war so scheiße. Genauso wie. Hey, klopf, klopf. Bist du da? Mit dem kann niemand klopf, klopf fest machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was für Deutsch. Naja. Naja. Hey, guck, naja, hey. Würde ich sagen. Hey, es gab naja, klopf, klopf. Autobahn. Das ergibt nicht mehr Sinn. Gleich. Guck mal, schneid. Ich bin mal auf der Autobahn dem Nachbarfahrer ans Fenster. Du hast nicht mal einen Führerschein. Deswegen ja. Ah ja. Was machst du denn auf der Autobahn? Beifahrer sein. Ich meine, ich bin auch gerne auf der Autobahn. Und zwar um zu gucken, ob du auf der Autobahn stehst, dass ich die überfahren kann. Irgendwann habe ich bestimmt Glück. Irgendwann schaffe ich's. Ich muss nur lange genug probieren. Das geht schon, das geht schon. Auf jeden Fall. Ja. Okay, dieses Radar ist echt nett, was ich gefunden habe. Was für ein Radar? Radar, ein Spike-Radar. Das macht plus 2% Schaden und sagt mir halt, ja, ist ein neuer Gegner in meiner Nähe. Ah. Finde ich relativ nett eigentlich. Das ist cool. Ja. Das hat was. Hm? Das hat was. Was hat es denn? Weiß nicht. Warum weißt du das nicht? Achso, es gab die zwei Dinger da oben, kann man ja lesen, ne? Die zwei rechten, wo du hingestellt hast, ne? Lies mal, was da drauf steht. Ah, oh, sehr nett. Ich dachte, dir fällt irgendwann auf. Alles klar. Ja, Was denn? Möchtest du mir etwas sagen? Ja. Was denn? Falls du mir deine unendliche Liebe gestehen willst, sorry noch. Nein. Ich nicht. Stimmt gar nicht, Kinderjoch ist nicht stolz auf mich. Woher willst du das wissen? Ich hab ihn gefragt. Letztens beim Poker mit Gott, Satan und Lucifer. Kinderjoch ist nicht stolz auf mich, er ist von mir enttäuscht. Weißt du auch warum? Warum? Weil ich mit dir anstatt mit dem Penismann aufnehme. Ah ja. Gib's doch zu, ihr habt euch beim Pokémon Go spielen getroffen. Du weißt schon, dass mein... Ey, Moment! Moment! Jetzt mal ernsthaft, wie soll ich das bitte machen? Alter, mein Handy ist so alt, da drauf läuft Pokémon Go nicht mal. Wo soll ich das wissen? Kauft ihr ein neues? Nein, warum denn? Es kann alles, was ich brauche. Ich kann ein paar Spiele drauf spielen, ich kann Musik drauf hören, ich kann telefonieren, ich kann SMS schreiben. Ich hab WhatsApp. Mehr brauche ich nicht. Ich kaufe noch kein neues Handy, nur um so ein scheiß Pokémon Go zu spielen, dabei irgendwann die Ampel zu verpeilen und vom Bus umgefahren zu werden. Wer weiß, vielleicht bin der Busfahrer ja ich. Du kannst nicht mal Auto fahren. Ja, okay, in dem Sinne würde es mich echt nicht wundern. Du hast den Fernbus-Simulator gespielt, wahrscheinlich. Genauso nee, wie Kronk. Ist ja langweilig. Ich kann nur Simulatoren spielen, das ist so langweilig. Na, einige sind gar nicht so schlecht. Ich meine, der Landwirtschaftssimulator hat sich euch echt gemacht in den letzten Jahren. Ja, aber ich war trotzdem noch. Ich meine, mir persönlich macht es immer noch keinen Spaß, weil es einfach arschfad für mich ist, aber an sich hat der sich echt. Ja. Also keine Ahnung, wenn es gewollt wäre, dann würde ich das sogar spielen.
Macht sogar teilweise irgendwo Spaß, wenn man es richtig macht. Aber auch nur dann. Ja. Ich bin für Landmaschinenfahren einfach nicht gemacht. Mir zu langweilig. Keine Ahnung, ich durfte schon mal einen Mähdrescher fahren. Oh. Keine Ahnung, das. Weißt du, wie sie das Ding steuert? Nee. Wie ein Ziegelstein mit Rädern. Das glaube ich gern. Ist halt wirklich so. Das Ding steuert sich wie ein Ziegelstein mit Rädern. Aber ohne Lenkung, also. Das Ding hat keine Achse, da ist einfach nur so ein Ziegelstein, wo links und rechts zwei Räder reingepfluppt sind. So steuert sich das. Oh Mann. Naja, wir sollten uns aber echt mal aufhören, wir sind schon wieder 31 Minuten. Weil du nicht auf die Zeit achtest, Arschloch. Ach, sei ruhig, Arschloch. Selber Arschloch, Arschloch. Du Arschloch, bezeichnest mich ja als Arschloch, du Arschloch, Arschloch. Ja, weil du ein Arschloch bist, du Arschloch, Arschloch. Aber wenn du sagst, was ich sage, was er sagt, was sie sagt, was du sagst, was ich sage, was sie sagt, was er sagt, was ich sage, was du sagst, sagst du dann nicht, was ich sage, was sie sagt, was du sagst, was ich sage? Was hat denn Erkan zu dir gesagt? Dass er Hakan ist? Vielleicht ist er gar nicht Hakan. Wer könnte er sonst sein? Denk mal stark nach. Wer könnte er außer Hakan noch Vielleicht ist er sein? ja Manuel Neuer. Eventuell. Hey. Was ein Scheißwitz. Ey, davon leben wir doch. Daraus bestehen 90% unserer Let's Plays. Deine vielleicht. Ich versuche meine hoch anspruchsvoll zu halten, was eh nicht funktioniert, aber ich versuche es wenigstens. Wie denn? 90% deiner Ich Let's Plays versuche bestehen großteils wenigstens einfach darin. dir aus dem Weg zu gehen. Das ist der erste Schritt zur Professionalität. Dir aus dem Weg gehen. Und versuchen nichts zu reden. Dann sieht es vielleicht professionell aus. Stumm Let's Play. Hey, das gibt's auch. Das ist halt einfach nur ein Go Gameplay ohne Commentary. Aber das gibt. Ich weiß es aber nicht spannend. Na, spannend ist genauso. Die Spannung kommt ja vom Spiel. Die Dummheit kommt nur von uns. Ja, okay. Jetzt Die haben wir Dummheit ernsthaft. macht es Nein, stopp, professionell. stopp. Das ist hier nicht die Nonsense-Talk-Rubrik, ja? Ist gut jetzt. Sag, wir sind schon 15 Minuten Wir drüber. sind fast 18 drüber. Okay, wir sind 18 Minuten drüber. Ja, okay, also. Ich Bisher sag hat's eh dir, sag. niemand, bisher hat sich's eh niemand angetan. Und falls doch, hat er sich in der Zwischenzeit schon selbst auf der Toilette erschossen. Ich Also von sagte doch, wir daher. sollten das Ding splitten in Nonsense Talk und Let's Ist okay, Play. ist okay. Ja, falls das euch gefallen hat, sehen wir uns bestimmt bei der nächsten Folge wieder. Zu Terraria slash Nonsense Talk slash Dummheit slash Spasten slash nicht witzig slash Arschlöcher. Der ist doch witzig. Ich bin dabei. Slash absolut nicht witzig, da vor mir lügt. Zu viele Trottel, Slash. ich bin hinter dir. Bah! Sein dummer ein Gedanke. Naja, okay. Also dann. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Falls ihr das bis dahin überlebt habt. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, falls wer überlebt hat. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.